Risiko. Lieber das. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. In meiner Karre sitzen Vanwa, Enno und Navo. Nee, Vanwa. Einer sitzt nicht mit dem Auto. Enno sitzt nicht bei dir. Einer sitzt im falschen Fahrzeug. Einer hat sich einen komischen LKW geholt. Naja, was soll's. Und wir sind jetzt in Libertad und dann machen wir Libertad. Ja, finde ich langweilig. Gut, dann wollen wir mal Informationen ranschaffen, wa? Einer ist es nicht würdig, im Alpaka-Fahrzeug zu sitzen. Tja, die Weisheit der Lamas. Wir halten uns hier rechts. Nach links. Kaum waren wir in dem Gebiet drin, sind wir schon wieder draußen. Also das. So. Ja, ich kann aber gut mithalten. Ja. Wieder nach links. Hat auch eine gute Straßenlage. Ja, bum, 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 platsch. So, und hier links von uns ist das ein. Könnte. Lager? So, Stützpunkt. Ja, ist ein Stützpunkt. Dann fahren wir da. Mal gucken. Also, rechts ist, glaube ich, ganz gut, um da mal auf die Klippe zu klettern. Irgendjemand gafft hier schon. Ja, eine Scharfschütze oben auf dem Turm. Ich vermute, der gafft nicht mehr lange. Tango getroffen. Die Drohne fliegt. Drohne ist gestört. Drohne funktioniert nicht, sie wird gestört. Geht's dir gut, Reaper? Naja, ich soll jetzt diesen Granatwerfer ausschalten. Ja. Da kommen zwei Gegner aus dem Haupteingang. Ja. Die kommen allerdings auf uns zu. Ich hab keine Lust auf Spaß. Autsch. Wir laufen großzügig rechts um das Gebiet rum erstmal. Vielleicht werden wir die im Wald ein bisschen los. Der Turm ist übrigens frei, falls Ripper da hoch möchte. Der Stromgenerator ist auch aus. Sehr schön. Okay, also rechts von der Base in den Wald. Jo. Okay. Wegen Mörser und so sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Was machen wir in der Basis? Nichts in der Basis. Nach rechts großzügig aus dem Hof. Ja, aber ich meine, was weiß der Auftrag in der Basis? Informationen ranschaffen. So. Ich höre einen Helikopter, glaube ich. Ich höre ein Geschütz. Achso, ein Geschütz, ist das okay. Also könnte auch der Heli sein, der ein Geschütz hat. Nein, nein, ist ein Geschütz. Da habe ich gerade einen Commander gesehen. Reaper hat's erwischt, glaube ich. Oh, oh Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob das nicht zu weit weg ist. Wo war jemand? Direkt am Eingang sein. Ich bin rechts von dir, Enno. Also so rechts schräg geradeaus, genau. Jetzt läufst du auf mich zu, ich sitze im Busch. Wo war er nochmal? Im Eingang? Ja. Oh Gott. Der hat einen Schuss. Shit. Oh, Mörser. Ja. Könnte an vielen Orten sein. Schuss, hier. Ich lauf zurück zu den Felsen. Mit dem sind's fünf. Ich sehe den Mörser-Typen, aber. Ich habe seinen Herzschlag gehört, das ist schon mal gut. Ich hab. Oh! Ich hab jemand direkt vor. Shit. Da liegt oberhalb der Klippen. Wann war es noch ein Stück weiter rum? Richtung Nordwesten, Enno. Ich bin auf dem Weg zu ihm, aber ich stehe unter Beschuss. Shit. Fuck. Oh Gott. Na klar. Oh. Ey, dieser fucking Granatenwerfer, ne? Zwischen den Aufnahmen jedes Mal mit einem Granatenwerfer rumhantieren, dann vergesse ich das Scheißding auszuschalten. Tja,
Nicht Granaten schießen. Das macht aber keinen Spaß. Genau, ja auch... zielen Sie mit rechter Maustaste und drücken Sie V, um den Granatenwerfer an Ihrer Waffe auszuwählen. Genau! Guter Tipp. Vor jedem Einsatz wirst du jetzt nochmal deinen Granatenwerfer überprüfen, ob der gesichert ist. Ich glaub's auch. Zumindest wenn ich auf irgendeinem fucking Scharfschützen schießen will. Oh mein Gott, wo sind wir denn? Kann ich dir noch nicht sagen. Ach so. Im Wald. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Wann waren sie umgezogen? Ja, ich habe jetzt ein rotes Polo. Ich bin sehr stolz auf dich, das steht dir sehr gut. Danke, danke. Okay, hier haben wir auch ein Türmchen vor uns. Tango getötet. War das der Turm? Jo. Okay, dann schleichen wir uns an den Turm an. Vorsichtig, ich kann mit der Drohne nicht gucken. Nicht? Störsender. Achso. Okay, hier rechts ist ein Eingang. Und hier links war vorhin, glaube ich, der... Ich weiß nicht mehr, wo er war. Ist doch kein Eingang. Aber irgendwie müssen sie doch hier im Trainingsplatz kommen. Ja, nicht außerhalb. Die armen Schweine, die hier trainieren müssen. Kommt man denn hier rauf? Hier ist ein Eingang. Ein Stück weiter? Ach, da. Ja, ja. Sehr schön. Okay, da vorne patrouilliert einer. Oh, direkt um die Ecke sind zwei. Wir haben schon entdeckt. Oh. Die haben uns gemerkt. Die kommen gleich um die Ecke, glaube ich. Einer zumindest. Was sie kommen, sobald sie rum sind. Nicht direkt schießen, sobald du den ersten siehst. Okay, er geht wieder zurück. Zu mir kommt auch einer. Es bewegt sich wieder zwei Leute auf uns zu. Es sind drei, glaube ich sogar. Oder einmal etwas außen rum gehend. Rechts von uns hinter dem Container lang. Vielleicht gibt es ja einen besseren Einstiegsort hier hinten. Negativ, bei den Zelten patrouilliert auch einer. Ich habe hier diesen Schießstand oder so bei mir, da patrouillieren immer drei. Und meistens ist einer alleine. Da vorne bei mir ist Munition. Hab hier noch eine weitere Lücke in der Mauer. Ist noch ein Stück weiter oder wo? Ja, deutlich weiter, zwischen den Zelten. Okay. Scheiße, könnte. Fuck. Allerdings könnte hier zwischen jedem Zelt ein Unidakt auftauchen. Ja, bei mir könnten gleich welche die Leichen sehen. Ja, noch ein Stück? Ja. Ich glaube, der Eingang ist wohl gut. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich habe hier einen Generator. Da ist ein Sniper am Turm. Kannst du ihn sehen, Reaper? Deck alles hin. Erledigt? Kannst du ihn sehen, Wanda? Ja. Nummer 2, ja. Kannst du ihn ausschalten?
Oh. Ja, der hat sich gerade bewegt. Wenn die Meldungen kommen, alle zu mir. Das ist gut. Mörser Reichweite ist scheiße. Wo sieht aus und kommt einer? Ja. Ja, es kommen zwei Leute zwischen den Zelten. Die kommen jetzt auf uns zu. Ja. Weiter ausgeschalten. Gerade nach. Wir könnten auch unsere Position wechseln. Oh, geht's euch gut? Ich habe ihn ausgeschalten. Ach scheiße. Du musst das gerade machen. Kein Problem. Los. Ich glaube, ich höre wahrscheinlich noch welche aus Richtung Eingang kommen. Ja. Ich glaube, unser Scharfschütze ist auch, ja. Problem ist, ich komme natürlich mit der Drohne nicht. Der war ziemlich mittig, glaube ich, in dem Gebiet. Das wird schwierig. Oh, Scheiße! Fuck! Shit, Enno, da. Vorsicht! Fuck! Den hab ich. Sehr gut. Irgendwo war ich aber noch einer. Manchmal müsste noch ein Stück weiter sein. Ja, weiter Richtung Turm, ich weiß. Oh. Ich bewege mich in die Richtung. Das Problem ist, ich komme hier nicht ohne gesehen zu werden weiter. Sie sind im Wald. What the? Ich konnte nicht genau ausmachen von wo, aber aus dem Wald heraus. Ist leider ungünstig. Ist vor allem sehr neblig gerade. Ich habe da ein paar Idioten aus dem Dings rausgetragen. Scheiße, ich vom Turm aus stehe ich unter Beschuss. Oder zumindest grob vom Turm aus. Verdammter Heli! Ich unter Helifeuer. Fuck! Shit! Rüber, rennst du im Wald rum? Negativ, ich bin hier in der Nähe vom... Okay, dann habe ich ja einen Gegner. Ja. Mist. Weißt du, wo waren wir und unser Kommando waren? Leider nein, ich habe ein paar Rebellen aus dem Stützpunkt rausgetragen. Ich sehe unseren Kommando. Störsenders down. Jetzt ist nur noch Wamba zu finden. Wamba müsste da vorne sein. Ja, ich sehe ihn. Ich werde gesehen. Mist. Irgendwo vorne in dem Turm scheint noch einer zu sitzen. Oder? Ja. Wir waren hier ziemlich viele im Gebüsch auch. Vorne im Turm, wo Wamba liegt, ist noch einer. Oh, schön. Ich hoffe, deine Fliehkünste haben mir ein bisschen was gebracht. Shit. Ich weiß nicht von...
kann euch gerade nicht wirklich helfen, weil ich nicht weiß, wo ihr seid. Ich versuche euch zu helfen. Ich habe euch ein paar Prototypen dabei. Alter, wie viele Helikopter gibt's denn von dem Dreck hier? Ja, du bist schon ganz nah. Oh mein Gott. Ich kann dir gerade noch nicht helfen. Ich hab dich gehört, aber ich kann dir noch nicht helfen. Was 5 Meter entfernt am Ende. Was für dreckige Camper, oder? Das ist ja schlimm, wie die auf den Leichen sitzen. Ey. Vor allem, ich konnte halt einfach gar nichts machen. Mit dem Heli, klar, war total nutzlos. Ich hatte gehofft, dass irgendeiner von euch noch am Leben ist. Aber, ey. Da ist ein Stück von meinem Headset abgefallen. Ein wichtiges. Die Kopfhörer oder das Mikrofon? Nein, das sind doch alles da, wo es hingehört. Nee, ein Stück von der Halterung von meinem Headset, also was von dem Bügel oben drüber. Oh, okay. Wohlgemerkt, dieses Headset ist relativ neu. Als wir hier eingezogen sind, haben wir das neu gekauft. Das war gebraucht neu gekauft, ja. Ja, aber gebraucht neu gekauft. Das Headset, was ich trage, trage ich schon seit, keine Ahnung, fast 8-9 Jahren. Und es ist immer noch voll in Ordnung. Ja, also ich habe in der Zwischenzeit habe ich den Spannbettlakenbezug neu gemacht. Okay. Also erledigt. Wann war unser Hausmann? Ist der Typ tot? Der Sniper, ja. Okay. Dann schleichen wir uns bei dem mal ran. Am besten ohne, dass der andere Sniper uns sieht. Ohne Granatwerfer. Am besten ohne, dass uns jemand sieht. Hier vorne gibt es auch den Stromgenerator. Ah oh, ja, stimmt. Achtung, da ist einer direkt. Ah. Vorne beim Auto. Und aus. Sehr gut. Der Turm hier war ja frei. Dann würde ich sagen, Reaper und ich gehen den Turm hoch. Und ihr beide bleibt hier unten. Jetzt schon eine kleine Gruppe Feinde. Okay. Ich werde gleich mit der Drohne gucken, sobald ich oben bin. Ja, da kommt auch einer. Die Drohne ist unterwegs. Da ist noch einer, da drüben. Einer weniger. Gut, ihr seid noch am Generator? Ja. Ja. Okay. Also, wo sind denn die Informationen, die wir haben wollen? Eins ist jetzt am Fuße des Turms. Eins könnte gefährlich werden. Ziel identifiziert.
Ah, ich ziehe mich da gleich zurück. Da, wo die 2 sich befindet, da ist unser Ziel. Okay. Damit ihr schon mal grob die Richtung wisst. Also ihr könnt quasi euch an der Mauer langhangeln. Er ist erledigt. Die 1 schläft. Da ist ein 5. Bei der 9-1 ist einer... Wobei, ich markiere den nochmal extra lieber. Die patrouillieren zwischen den Zelten. Musst vorsichtig sein. Wir sind auch in der Gruppe. Okay, die Zelte sind sauber. Endo, nee, gefährlich. Da hast du Glück abgebogen. Ja. Okay, der schrubbt jetzt den Boden. Also wenn ihr in seine Richtung geht, ihr könnt ihn gerne erlösen. Okay. Okay, rauszerren aus dem Zelt würde ich... Ich würde sagen, im Zelt erledigen. Ja genau, ihr könnt einfach auf seinen Kopf, der streckt ihn euch so ein bisschen. Na, er steht auf. Jetzt geht er aus dem Zelt in die andere Richtung. Das ist also schlecht. Vorsicht, wenn ihr an ihm vorbei wollt. Okay. Ja, er geht in eine andere Richtung, Richtung Dixi-Klo da hinten. Achtung mit der 2. Hier gibt es ein bisschen viele Dixi-Klos. Ja. Wir haben hier Suchscheinwerfer. Okay, ich nehme die Markierung von denen da hinten mal weg. Zehntes Ziel gesichtet. Und markiere die 9 relevanten. Boom für uns. Also. Bis jetzt durch Sniper. Hier sind Suchscheinwerfer. Reaper, kannst du auch rüberballern? Wenn er still steht, ja. Was macht die 4? Die bewegt sich irgendwie so schnell gerade. Die 4 steht da. Okay. Bewegt sich jetzt wieder zurück zu dem Häuschen. Also ihr habt die Möglichkeit quasi, dass ihr, wenn ihr auf die Wand zulauft, nach links geht. Das wäre, glaube ich, der sichere Weg. Weil der halt nicht so offen einsehbar ist. Okay. Müsst ihr nur vorsichtig sein, wenn ihr bis da kommt, weil die 2 kommt jetzt Richtung... Also mit Blickrichtung dahin. Ja, der läuft ja wahrscheinlich gleich um die Ecke nach links. Ja, seid vorsichtig. Oh, das ist gefährlich. Ja, der geht weiter. Ja, muss. Alles gut. Dann lauft jetzt mal auf die zu und dann nach links. Jetzt gerade ein gutes Zeitfenster. So, Vorsicht, 2 ist mit Rücken zu euch. Erledigen? Ja. Negativ, noch warten. Zu viel Aufmerksamkeit. Ja. Ich guck mir noch einmal den Container an. Okay, es ist nur die 2 in dem Umfeld. Im Moment. Obwohl, da kommt gerade noch einer an. Ich hoffe, der dreht nochmal um. Da dauernd nur rückwärts läuft, ist das gut für uns. Ja, die 3 kommt gerade auf ihn zu. 3 bewegt sich. Erst Position. Ja, die tauschen die Position. Bleiben da vorne immer stehen. Ist jetzt die Frage. Wir könnten natürlich versuchen, ihn zu greifen und nach hinten zu zerren. Das kann aber auch schief gehen. Das ist mein Risiko. Aber jetzt gerade wäre er halt alleine. Das ist die einzige Chance quasi. Oder ihr versucht euch an ihm vorbeizuschleichen und direkt nach links rum in den Container rein. Das geht. Hier ist ein Laptop. Okay. Ja, der Laptop ist das, was wir brauchen. Achtung, er kommt in die Richtung. Ne, er bleibt stehen. Ne, ich hergehe den Laptop. Ja, er läuft weg. Das aussieht, erhält das Kartell die chemischen Grundstoffe von einer Firma namens Viabigas. Scheinbar haben sie einen Deal mit dem Raffineriechef, um die Chemikalien auf dem offenen Markt zu kaufen. Okay, jetzt gerade seid ihr alleine. Wieder raus.
Ja, also das ist alles, was wir haben wollen. Wir können gehen. Okay, dann... Gut. Okay, ihr könnt euch außen lang bewegen, da ist nichts. Sicherer. Ja, sag das nicht. Vor uns hat er hier ja plötzlich im Gebüsch unsere Freunde gehabt. Ja, hoffen wir, dass sie jetzt einfach erstmal Mittagessen sind. Sagen sie nicht, so. Irgendwelche Bären im Wald pflücken gehen? Das wär's jetzt natürlich. Reba und ich werden... Sicherheit Baumknutscher oder so. Okay, wir begeben uns zur Straße runter. Reba und ich folgen. Halt. Ich bin bei der Straße. Also wir beide. Helikopter, seid vorsichtig. Helikopter sieht mich. Ihr Leid ist unsere Freude. Ich hab kein Heli. Jetzt gerade sieht's bei uns unten gut aus. Fällt da einfach die Schiffe vom Himmel. Abkürzung. Freizeithobby ist Parkour laufen. Ah ja. Okay. Also ich sehe schon, ihr habt euch ein Auto ausgesucht. Ich habe eigentlich versucht, hier den Verkehr zu leiten, aber... Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Immer dieses Rennen. Hey, geht's. Tschüss, Renno! Tschüss! Nicht schlecht, nicht schlecht! Die neue Form des Kidnappens! Oh Mann! Okay, dann wohin? Unser Sniper! Warte, ja, das ist was? Wir müssen eh in die andere Richtung. Achso, oh! Nicht schlecht! Achtung! Ist das ein Konvoi? Nee. Sieht nicht so aus. Dafür hat er keine Geleitfahrzeuge. Außerdem hat er nur Heuball. Stroh geladen. Oh. Ja, gut. Das ist natürlich. Du könntest natürlich auch versuchen, was zu machen. Zum Beispiel Wodka, aber, naja. Kannst du mal das Radio ausstellen? Danke. Ist schlimm, kannst du dir Zahnschmerzen machen, Mucke. Das war ja super, die Musik. Nee, Mittelohrvergiftung. So. Halb rechts. Am Ende der Straße ist wahrscheinlich noch ein Stützpunkt. Was würdest du dir lieber anhören? Na, Santa Blanca haben wir vor uns. Stopp, stopp, stopp. Stopp! Lieber ein bisschen zurücksitzen oder direkt erschießen. Oh Mann, jetzt haben wir die gleiche an der Backe. Ich gehe in die komische Ruine rechts, das war bestimmt ein Scheißhaus. Tango getroffen. Die Kerle haben wir noch mal lange hoch. Das ist gar nicht so klein hier. Ah. Die gute Person ist auch eine Banke. Hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Ah, einfach reinstürmen, alles weg. Oh, das war die falsche. Oh, Mörser. Ja, mein Mörser. Das könnten wir auch für uns nutzen. Getroffen. Schwer bewaffneter Typ mitten auf der Straße. Ja, war mal. Okay, da ist ein Veteran. Sturmbeschuss, von wo denn? Ich sehe euch leider nicht. Also ich sehe Wanda. Oh Gott, ich glaube, Enno geht's nicht mehr so gut. Der ist ein Haus weiter auf deiner Seite, wann war? Ein Haus weiter. Also das Haus. Rotes sagen. Haus? Ah, da ist er ja. Danke. Reaper geht's auch nicht gut. Ach, Leute. Da hab ich schon, das Stück war noch vor.
Ja, der ist auch auf eurer Seite. Ja, ich habe einen Cooldown. Ich glaube, Enno ist sinnvoller gerade, oder? Liegt da drin oder draußen? Weiß ich nicht, ich glaube drin. Nee, draußen. Wo war der jetzt? Achso, Enno hat es wahrscheinlich. Auf deiner Seite, ne? Und ein paar Häuser mehr Abschluss weiter. Bestätigt. Achtung, da rennt wieder einer. Ah, oh, ich sah mehr weiter, das kann ja alles sein. Ach, da! Scheiße! Ja. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Da kam einer mit so einem schweren MG um die Ecke. Shit. Moment. Jetzt nicht Mann. Nein. Mann, wenn du der Straße noch ein Stück weiter folgst. Da, wo er das da letzte Mal auf war. Ach, da. Gott verdammt. Ja, genau. Ach, Leute. Oh, Mann. Ich glaube, die Panzerplatte meiner Weste sind nicht die besten. Oh, da ist ein schwer bewaffneter? Nö. Okay. Mach mal ein paar Fotos. Ja, genau, mach mal. Hm. Mehr wollen wir nicht. Ein paar Motive für Postkarten. Ich hab da mal ein paar Fotos gemacht, aber ich weiß nicht, ob das alles war. Haben wir noch mehr hier? Ich glaube, ein Mörser. Und am Ende in der Kirche ist noch was. Ich hab gesehen, wo der Mörser steht. Ich links von der Kirche. Das war aber, glaube ich, ein verbundeter Mörser, oder? Mhm. Meine ich doch, aber du hättest den Mörser von den Feinden nicht unter Feuer nehmen müssen, weil der ist schon kaputt. Oh. Dann habe ich eine Granate zugeworfen. Wenn wir an der Kirche nach links gehen, an so einem Unterstand ist ein Schreibtisch, da liegt was für uns. An der Kirche nach links? Also, du guckst auf die Kirche, links davon ist ein Unterstand. Ach, und da ist ein Schreibtisch. Irgendjemand guckt mich hier an. Oh ja, ich werde auch beschossen. Da steht direkt einer vor unserem Sniper und da reagiert nicht. Ja, ich habe den anderen Sniper ausgeschaltet. Ja, dabei hätte ich von vorne einer mit der Schrotflinte abschießen können. Ja, wofür habe ich euch denn? Babysitten? Hör auf. Ja, genau. Nee. So, wo war jetzt hier was? Was so ekelhaftes ist. Hoch zur Kirche. Die Küche hier ist nicht die schönste. Dann hier schon wieder. Die Datei scheint die Routen für die Chemielieferungen zu enthalten. Damit sollten wir den Konvoi aufspüren und ausschalten können. Oh Gott, ich habe euch vermisst. Wo seid ihr? Ah, hier. Helikopter. Heli. Au! Sniper schon. Ist hier auch Munition? Oh. Ach, danke. Zu deinen Füßen. Oh Mann. Haben sich alle Sniper down. Nochmal, haben alle die Medaille? Ja. Jo. Sehr gut. Dann sind wir hier fertig. Weil ich zusammen weiß ich gar nicht, wohin mit den ganzen Medaillen. Ach, ich guck mir die einmal kurz an und dann schmeiß ich sie weg. Okay, wir haben hier in der Nähe schon den ersten Auftrag. Wir können natürlich noch weiter Informationen sammeln, aber ich denke, es macht Sinn, erst den Auftrag zu erfüllen. Es macht was anderes, macht tatsächlich noch mehr Sinn. Informationen sammeln? Nee, noch was ganz anderes. Moment, ich fahre. Naja. Das ist aber nur ein Zweifel. Davor, warte mal, fahr doch mal. Es hat doch vorhin schon geklappt. Achso, oh mein Gott. Was? Siehst du das nicht? Anhängerkupplung. Wie machst du das, dass du da hinten dran bist? Ich hab da ein kleines Seil gespannt. Das hält mich ein bisschen. Hauptsache nicht drüber fahren, Reaper. Genieß ein bisschen die frische Luft. Da vorne scharf rechts. Mist. Oh. Dann lass mir das lieber. Da vorne nach links.
Wir fahren jetzt gerade zu einer Raffinerie. Wir sollen den Leiter finden und ihn überzeugen, nicht mehr für Santa Blanca zu arbeiten. Ja, das kriegen wir hin. Oh, der Raffinerie. Ja, aber die Raffinerie ist gefallen. Ja, nee. Und sie ist riesig groß. Das Gebiet ist wirklich... Wo ist das Gebiet, wo wir hin müssen? Noch ein kleines Stück vor uns, aber das ist echt riesig. Ja, Raffinerie. Also hier jetzt links. Hier links ist das Gebiet, wo wir hin müssen. Ja. Ja, dann fahre ich hier rechts hoch. Naja, rechts ist glaube ich auch kritisch, oder? Wann war? Ich parke. Also wir haben ja auch noch ein Informationslager, das wir mal abchecken können. Perfekt auf zwei Parklücken. Aber ich glaube. Wollen wir nehmen erstmal den Frauenparkplatz? Also auf dieser Straßenseite, wo wir geparkt haben, gibt's ein Informationslager. Und auf der anderen Seite mit der Raffinerie gibt's halt den Auftrag. Okay. Wo ist hier das Informationslager? Lass mich kurz gucken. Ziemlich sehen, mittig, also der hat. Straße hier folgen. Soll ich schon mal zum Raffineriechef gehen? Enno läuft da schon mal, genau. Wenn du weiter dem Weg folgst, Enno, dann jetzt auf der rechten Seite das Haus. Ich werde... Fuck, Uni... Oh, kack. Oh Gott, wo befand er sich? Uni, das... Da, wo wir unter Beschuss stehen. Kann ich nicht einordnen. Ich bin gleich bei dir. Das ist auf der anderen Straßenseite, wenn du bei der Raffinerie bist, warte. Was soll das? Wir bringen einen Nachricht. Ja, du musst einmal keine Geschäfte mehr mit dem Kartell. Ich weiß nicht, wovon wann war du bist reden. Bei dem Bullshit. Raffinerieleiter. Ich hab's auch gerade gemerkt. Das muss ich aufhören. Bin sofort auf dem Weg zu ihm. Oh, ich hab da ein bisschen was von Wann. Ja, danke. Ja, der klaut ja immer bei uns die Granaten. Genau auf. Wenn sie nicht mit ja, wir lernen voneinander. Wir Anlagen. Fickt euch, bin schon ich weiß nicht, ob ich das gut heiße. Der folgen wir jetzt. Der Kerl ist sturer als General MacArthur. Naja, wart ja schon dran. Dann müssen wir es wohl auf die harte Tour machen. Los, wir fahren zu den Förderanlagen. Ach, wieder mal Dokumenten. Dokumente, ja. Steuerauszüge, hör mir auf. Also der Typ hat einen netten weißt Anzug. Wo? Schlepp so Kragen, nix im Magen. Das ist schick. Kann ich den erledigen? Es haben ein paar Zivilisten leiden müssen, als ich hier das Sperrfeuer gegenhalten musste. Ja, Kollateralschäden. So. Oh. Wann war, du hattest mit dem Typen geredet, ja. Richtig? Wir wollen jetzt mehr so auf Irak-Stil machen und die Ölförderanlagen kaputt machen direkt. Okay. Weil der ja, nicht kooperiert. Kommen wir nochmal zurück. Die Straße, die hier so mittig durchgeht, da treffen wir uns mal. Aber erstaunlich ruhig hier, ne? Bist du das im Auto, wann war? Nee, doch, ja. Was will die lila Familienkutsche hier? Frechheit. Okay, warte. Was? Stopp! Du bist an uns vorbeigerast. Was für ein Tunnelblick man haben kann. Vor allem mit was immer für Autos er ankommt. Dann nehme ich wieder meinen Jeep hier. Ja, das sind die modernsten Fahrzeuge. Ach, da steigt er auf der Straße. Will einer mitfahren? Ja, das ist, glaube ich, ganz vorteilhaft. Ja. Okay. Also, da wo die Schnute des Autos gerade hinzeigt, da fahren wir lang. Und dann fahren wir scharf nach links. Nee, das sieht nicht gut aus. Jetzt nach ganz links und dann fährst du einfach der Straße. Hätte doch einfach der Hauptstraße zurückfahren können. Ja, Gott sei Dank. Wir wollen doch hier für Zerstörung sorgen. Genau, da noch ein weiter und dann nach rechts. Hier bei den Ölförderpumpen. Jetzt ist gut. Das ist eine Förderanlage. Okay, stopp. Wir haben links von uns super viele. Anlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich glaube. 9 Förderanlagen.
Man hat sich auch mal wieder was geschnappt. Oh. Ja, Mann, Stück. Die wollen das nicht. Ja, sag klar. Ach. Boah. Na komm. Okay. Ja. Wir bewegen uns jetzt danke. Schön zu viert. Hä? Ach, aus den Gebüschen. Ja, die sind hier überall, deswegen schön zusammenbleiben. Okay. Granate kommt, komme mierda culeros. Das Ding muss doch mal kaputt gehen. Was zum Teufel? Ah, warte mal. Ich sehe da Unidad-Fahrzeuge, das ist keine gute Sache. Die Sprengladung ist scharf. Raus aus dem Gebiet. Okay, das war gut. Weiter Richtung West, Südwest. Ah, hier wo die ganzen mehreren Förderanlagen stehen. Ich würde mal. Okay. Tango getroffen. Reaper schön bei uns bleiben. Wir oh Gott, ich bin direkt neben dir. Ja, den hab ich. Danke. Puh. Kein Problem. Ein Traum. Einfach die Sicherungskästen zerschießen. Ah, hallo. Du tauchst ja alles elektronisch. Ich dachte, wir machen hier grobe Zerstörung. Nee, nee, so in dem Stil sind wir auch nicht unterwegs. Wir reichen wenige Schuss, das ist nichts Großes, ja. Könnten wir uns doch eigentlich einfach dieses Auto da schnappen und der Schütze ballert, oder? Hm. Warte, der Kasten hier ist noch nicht kaputt, oder? Hm? Welcher? Oder hat er schon gebrannt, ich weiß es nicht. Wenn die Ölpumpe steht, dann steht sie. Moment, okay. Wir können das auch ein bisschen anders lösen. Hier ist Feuer Munition. Mörser? Da sind die Dinger auf jeden Fall kaputt. Anschneiden, Leute. Na, das stimmt. Du liebst den Mörser vom Pack, ne? Oh ja. Warte mal, ich will ans Geschütz. Das ist eine gute Idee. Okay, wo sind die nächsten? Leicht rechts von uns sehe ich eine. Oh, ich glaube, wir haben schon alle. Stimmt. Nein, zwei noch, oder? Ja. Nee, unser nächster Auftrag ist, dass wir den Tango ist tot. Chemischen Konvoi zerstört haben. Jetzt Vorsicht, du fährst auf Wasser zu. Auf Wasser? Okay. Ja. Ich bin das ist was anderes als Wasser. Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Neue Speicherkarten. Oh! Okay. Ja. Ich glaube ja. In diesem Sinne, unter Sperrfeuer verabschieden wir uns. Links von uns ist auch noch einer hinter dem blauen Kistchen da. Steht da, versteckt sich. Und während wir hier mit qualmenden Kanonen davonfahren, verabschieden wir uns und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt, willkommen zurück zu Wildlands. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Aua.